Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio, unsere Freitag-Nacht-Ausgabe. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter unserer bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50. Freie Themennacht, wie immer freitags, und ich bin gespannt und freue mich auf eure Anrufe. Die erste Anruferin heute Nacht ist Edith. Edith ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Edith. Grüß dich. Weswegen rufst du mich an? Ja, also mir ist 2002 was recht Schlimmes passiert. Da hat sich mein damals 20-jähriger Sohn vor meinen Augen in meiner Scheune versucht, das Leben zu nehmen. Er hat sich erhängt. Ja, also er hat sich aufgehängt. Vor deinen Augen? Ja. Ja. Wie geht das? Also das war so, dass er bei mir längere Zeit gewohnt hat und Alkoholprobleme hatte. Und bei mir ist, weil ich selber trocken bin, seit 24 Jahren jetzt, war Alkoholverbot und auch sonstiges Rauschmittelverbot. Und die haben im Garten hinten irgendwie immer sich getroffen. Und ich dachte, was machen die da? Was machen die da? Ja, irgendwie habe ich bei meiner... Wir haben ja selber da nicht getraut, meiner Freude, dass die da sich nur unterhalten. Bin dahin und dann habe ich gesehen, dass die halt am Saufen waren. Wer ist denn die? Mein Sohn mit Freunden. Mit Freunden? Ja, der war ganz weit hinten im Gartengrundstück. Ja, dann bin ich hin und habe gesagt, du, so geht es nicht hier. Habe die Flasche genommen und habe die vor seinen Augen ausgeschüttet. Und dann ist er völlig durchgedreht. Ja, das geht nicht. Und was machst du? Und man, ja, also du wirst schon sehen, was passiert. Du blöde Kuh. Und sie würde da wirklich ausfallen. Hat sonst überhaupt keinen solchen Jargon drauf, aber wenn er halt besoffen war. Und ich nehme das Liebste, was du hast. Ich nehme das Liebste, was du hast. Wirst schon sehen. Und hat einen Mordsaufstand gemacht. Ich habe dann gedacht, ich muss jetzt nur hier weg. Ich muss ihn da jetzt... Das hat er vor all den Leuten gemacht? Ja, ja. Vor den Freunden? Ja, ja. Und dann? Ja, dann bin ich weg, dachte, ich gehe jetzt ins Haus rein, und damit er aufhört, ich habe ja gemerkt, mit irgendwelchen Argumenten ist da gar nichts mehr zu machen. Ja. Ja, und dann ein paar Minuten danach kam einer der Freunde nachgerannt und sagte, kommen Sie schnell, der bringt sich um, der bringt sich um. Und dann bin ich dem hinterhergerast, obwohl ich eine Kinderlähmung habe, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Und dann sind wir in diese Scheune gerannt, und da saß er oben auf einem Balken in der Scheune. Ja. Und ich habe es nur im Halbdunkel habe ich gesehen, und dann hing ein Seil runter. Und ich wusste, er hat das Seil um den Hals, er will sich jetzt da runterstürzen. Ich habe dann mit ihm geredet und mit Engelszungen und mit allem, was mir eingefallen ist. Und also er befand sich in einer höheren Ebene. Du bist ja, unten. Ja, das war so 3, 4 Meter, 5 Meter unten. Ja, ne? Ja, das war ein Balken. Wir ja. haben eine Scheune am Haus, und da ist ein Balken vom Haus zu Scheunenebenen rüber, und auf diesem saß er dann drauf. Und so, du hast versucht, auf ihn einzureden. Ja, ja. Und was ist dann geschehen? Ja, dann immer mehr halt die Fresse, und also wirklich sonst wie er sonst nie. Er war sternhagelvoll. Fürchterlich, ganz. Ich nehme an, er hatte auch viele andere Sachen. Und dann? Und dann hat er, er springt, jetzt sage ich, hör auf, mal lass es bleiben. Ich habe mir noch überlegt, ob ich sagen soll, dann spring halt, ob er dann aufhört. Aber da ging es ja ganz, ganz fürchterlich, und ich habe dann weitergefleht, und dann sah ich ihn plötzlich fallen. Ne? Dann ist er gesprungen. Dann ist er ist vor deinen Augen in die Schlinge hineingesprungen. Ist er reingesprungen, Gott, wie schrecklich. Gott, wie schrecklich. Also im Fallen ist dann plötzlich alles zur Zeitlupe geworden. Ja. Und diese Schlinge hielt auch? Die riss nicht irgendwie? Nein, er hing dann drin, wirklich. Ich, und dann seid ihr dann leichter? Er hängt aus, ja, ich wusste auch nicht, ob er lebt oder nicht lebt. Er hing da und... Aber da waren ja noch andere Leute dabei, die auch zu... Mittlerweile hatte eine Freundin von mir meinen Lebensgefährten geholt, der in der Türe dann stand. Wir wussten alle nicht im ersten Moment, was tun. Ich dann schnell geschrien, komm schnell, steig auf die Autos. Da standen so Autos unter ihm und heb ihn hoch. Das hat er dann auch gemacht. Und ich bin in die Küche hochgerannt, habe gedacht, ich
bräuchte jetzt irgendwo einen Feuerwerfer oder was, einen Flammen, dass man das durchtrennt. Ich wusste, es ist ein ganz, ganz dickes Bergsteigerseil. Mhm. Und bin in die Küche und habe dann in der Schublade alle großen Messer auf einmal geschnappt, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte. Mhm. Ich wusste gar nicht, welches. Und bin dann wieder runtergerannt und habe den mittlerweile auch Freund, der auch dann auf das Auto gestanden ist, ne, mhm. Habe so. Ich dann das Messer gegeben und dann fingen die an zu säbeln. Ne? Und haben dann das Seil durchgeschnitten? Ja, das ging aber ewig lang. Also ich bin dann mittlerweile noch mal ins Haus raus. Hat denn jemand währenddessen auch schon den Krankenwagen angerufen? Nee, die haben dann gesäbelt und ich dachte, ich muss noch was machen. Und bin dann selber ins Haus gerannt. Ja, was für ein Schock auch in dem Moment. Und hast dann den Krankenwagen angerufen? Ja, ich habe nur reagiert. So, der Krankenwagen, du hast ja den Krankenwagen vermutlich angerufen. Den habe ich dann angerufen. Wie war der Zustand des Hundes? Das wusste ich alles noch gar nicht. Die haben da immer noch gesäbelt und ich habe den Krankenwagen angerufen. Aber ich verstehe das nicht so ganz. Der hing da nur. Man konnte ihn nicht rausheben aus der Schlinge. Nee, das war ja zu weit weg, von oben weg. Ne? Man musste es sehen. Richtig fest um seinen Hals. Man musste das durch. Also ging es um Sekunden. So, ja. Irgendwann war das Seil durchgetrennt und dann? Ja, und dann bin ich zurückgerannt, nachdem ich nach Hilfe gerufen hatte. Also auf der Straße kam niemand und dann ist er... Ja, in die Arme von meinem Partner runtergeplatscht. Wir sind dann so neben das Auto runtergerutscht. Mhm. Ne? Wie war sein Zustand in dem Moment? Dann fing er an, bitterlich zu weinen. Er lebte. Ja, ganz fürchterlich fing er. Und ich dachte, er legt wieder los, aber er hat nur geweint. Und ist er dann ins Krankenhaus gekommen? Ja, und in dem Moment kam dann fast der Krankenwagen. Also ich hatte da ziemlich lange um Hilfe gerufen, die waren auch schnell da. Und dann sind wir zusammen, also ich hinterher, ich habe mich gar nicht getraut mit ins Auto. Welche Folgeschäden hat dein Sohn davon getragen? Also gar nichts. Die haben ihn geröntgt, da war nichts. Er hatte nur Schmerzen und die Abdrücke am Hals. Gott, was für ein Glück. Aber er hatte keine Schäden. Ne? Das heißt, er ist kerngesund aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen. Ich ziehe da jetzt wieder, es kommt wieder, obwohl es so lange her ist, kommt immer wieder. Mhm. 2002 war das, 6 Jahre jetzt her. Mhm. Das ist ja der Ultraschock schlechthin, wenn man... Also ich war 4 Monate etwa so völlig wie abgeschnitten, wie wenn ich eine Silikonwand um mich rum hätte. Ja. Sag mal, als der Sohn dann wieder zur Besinnung kam, also nüchtern wurde, wie hat er denn das selbst beurteilt? Er weiß es nicht mehr, er weiß es nur dann ab da, als der Krankenwagen kam. Er weiß, das Springen selber weiß er nicht, das davor weiß er auch. Hat er danach wieder Alkohol angerührt? Ja. Er hat noch eine längere Karriere hinter sich und hat öfters auch therapiemäßig versucht, was zu machen. Und wie geht's ihm denn heute? Jetzt ist es das erste Mal, wo ich merke, ja, diesmal hat er wirklich den Wunsch aufzuhören. Bisher waren es äußere Gründe, um der Strafe zu entgehen oder irgendwas. Aber jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, wenn ich mit ihm rede, es geht um ihn selber jetzt. Wie alt ist er? Jetzt ist er 26. 26? Ja. Mann, Edith. Ja. Das vergisst man nie. Nee, das vergisst man nicht. Ja. Nee. Er hätte ja, hast du da irgendwie mal von einem Arzt eine Erklärung bekommen? Er hätte ja nur wirklich tot sein können. Wie kam es, dass er so ein Glück gehabt hat? Ich weiß es nicht. Er ist glücklich für sich gesprungen. Er ist einfach immer wieder ein Glückskind. Also er ist ein so ein toller Kerl, auch wenn er nüchtern ist. Mhm. Wahnsinns junger Mann, ja. Also ganz toll. Und er kommt immer wieder raus aus den Situationen. Hm. Er sollte sich da eben nicht zu sicher sein. Dann sollte man jetzt hoffen, wenn du sagst, dass er jetzt jetzt vielleicht endgültig auf dem Weg ist, dass er von dem Alkohol wegkommt. Hm. Ich meine, sind auch andere Sachen. Es ist halt mehrere. Das ist schon ganz massiv. Ne? Also aber ich meine, du kannst das ja alles gut nachvollziehen, wenn du selbst Alkoholikerin warst, bist. Man ist es ja. Dann ist es dann immer noch, ja. Trocken. Schlimme Geschichte, aber dennoch mit einem glücklichen Ausgang. Ja, ich habe auch viel daraus gelernt, auch dass er selber entscheiden darf, dass es nicht meine Verantwortung ist, was er mit seinem Leben macht, dass es in jeder Familie vorkommen kann. Ich habe gerade so gedacht, in so einer Stresssituation rutscht einem das ja vielleicht auch raus, was du auch sagen wolltest, na dann spring doch. Ja,
na, es war nicht, es war sogar ganz bewusst, dass ich dachte, wenn ich das jetzt sage, vielleicht hört er dann auf. Ja, stell dir mal vor, wenn man sich das durchspielt, du hättest gesagt, spring doch. Ja. Und er wäre dann auch gesprungen und er wäre dann verstorben daran. Ja, ich hätte nicht mehr leben. Ich weiß nicht, wie ich da hätte noch leben können. Deswegen habe ich es dann auch nicht gesagt. Es kam mir alles. Ich habe ja das alles in Zeitlupe. Ich hatte ja unendlich viel Zeit zu agieren. Also es war ganz im Nachhinein betrachtet ein Wunder. Ne? Und da ging das alles durch den Kopf. Wie, was sage ich, was sage ich nicht? Verstehe, Edith, ich wünsche deinem Sohn sehr, sehr, dass er von dem scheiß Alkohol runterkommt. Ja, ich ihm auch. Und dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und viel Glück. Herzlichen Dank, Umi, und dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 22 050 50, unsere Telefonnummer für euch und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte kurz fassen, das ist immer gut, dann können die Kollegen schneller reagieren und bitte eure Telefonnummer auch reinschreiben. Hier ist Matthias. Matthias ist 45. Hallo Matthias. Ja, hallo Domian. Matthias, guten Morgen. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Und zwar, meine Mutter ist dement. Ja. Also an Demenz erkrankt. Wie alt ist deine Mutter? 45. Nee, du bist 45. Quatsch, 70. 70, ja. Richtig. Ja. Und ist eine schwierige Situation für mich. Das glaube ich. Lebt deine Mutter mit dir zusammen? Richtig. Wie viel leben in dem Haushalt? Nur du und deine Mutter? Drei Leute. Meine Mutter, mein Vater und ich. Ah ja, ah ja. Mhm. Und dein Vater ist ganz, ganz fit noch, ganz gesund. Das ist relativ fit. Mhm. Wie lange ist deine Mutter schon Demenz erkrankt? Ja, es ist eine schwierige Frage. Also erste Anzeichen haben sich vielleicht so vor 2-3 Jahren so ergeben, dass sie was vergessen hat und so. Und seit ungefähr einem Jahr geht es rapide bergab. Wie stellt sich denn die Situation jetzt heute aktuell dar? Ja, also im Moment ist das so, dass sie noch zu Hause sein kann. Also sie ist quasi, ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich im Anfangsstadium, aber wir haben recht fortgeschritten im Anfangsstadium. Beschreib doch mal ihr Stadium, in dem sie sich befindet. Okay, also zum Beispiel, wenn ich zu ihr sage, gib mir mal einen Schlüssel, dann gibst du mir ein Telefon. Mhm. Oder sie fragt innerhalb von 5 Minuten 20 Mal dasselbe. Mhm. Wenn zum Beispiel jetzt dieses Beispiel, wenn du sagst, gib mir mal einen Schlüssel und sie gibt dir den Telefonhörer. Ja. Wenn du dann sagst, nee Mama, das ist doch ein Telefonhörer und kein Schlüssel, wie reagiert sie dann darauf? Das ist eine gute Frage. Also was mich betrifft, ich versuche immer ruhig zu bleiben, ne? Mhm. Und sie, also relativ cool. Wahrscheinlich aber auch irgendwie ein bisschen verunsichert, ne? Ja, auch. Wahrscheinlich wird sie gar nicht kapieren, was du sagst. Und ja, irgendwie schon, ja. Mhm. Das Gefühl, dass sie in einer anderen Welt lebt. Mhm. Glaubst du, dass sie in dieser Welt, in der sie in die sie jetzt versinkt, so kann man das ja vielleicht sagen, leidet? Das ist eine wichtige Frage. Weil ich nämlich, also es würde mir sehr viel helfen, wenn ich wissen würde, dass sie nicht so stark leidet. Ja, du kennst deine Mutter ja gut. Du beobachtest sie genau. Ja. Wirkt sie entspannt oder weint sie manchmal? Hat sie Angst? Also sie wirkt manchmal ein bisschen, ja gut, das ist eine gute Frage. Sag mal so, sie ist einerseits ein bisschen hektisch und nervös, wirkt auch so ein bisschen ängstlich. Ist aber trotzdem erstaunlich fröhlich auch manchmal. Mhm. Und das heißt also ich denke mal, sie leidet nicht so darunter wie die Angehörigen. Mhm. Das Schlimme an dieser Erkrankung ist für die Angehörigen, dass man sich das ja überhaupt nicht vorstellen kann, was für ein Welt- und Ich-Empfinden ein demenzkranker Mensch hat. Genau, man kann sich ja nicht drinstecken. Ja, genau, ja. Erkennt sie dich und deinen Vater noch? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, also sie ist in Behandlung und es ist definitiv so, dass wird sich verschlechtert und es wird der Tag kommen, wo sie uns nicht mehr erkennt. Wo sie euch nicht mehr erkennen wird. Auf jeden Fall. Merkt man das? Geht das so rapide voran, dass man das fast wöchentlich vielleicht merkt? Ja, es geht auf jeden Fall. Ich meine, sie bekommt Medikamente. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die helfen nicht viel. Wirklich helfen sie nicht. Es gibt ja leider noch kein Medikament dagegen. Richtig. Ja. Sie können den Verfall höchstens aufhalten, aber niemals verhindern. Wie ist das denn so, die alltäglichen Verrichtungen? Kann sie alleine zur Toilette noch gehen? Ja. Das geht. Kochen ist schon schwierig, ne? Das kann sie nicht mehr. Ja, aber sie macht sehr viel Quatsch auf gut Deutsch. Vermutlich könnt ihr sie dann, dein Vater und du, auch nicht alleine im Haus lassen, in der Wohnung. Eigentlich nicht, nee. Das heißt, ihr seid rund um die Uhr betreut mit der Mutter. Ja, schon.
Kann man so sagen. Ja. Was sagtest du gerade, wie lange insgesamt geht das jetzt? Meinst du jetzt das Akute oder? Ja, so von den ersten Anfängen, wo ihr schon dachtet, na, irgendwas stimmt nicht. Das war so, anderthalb Jahre. Mhm. Mhm. Also vor zwei Jahren so die ersten, das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, also vor einem Jahr, da war das ganz schlimm. Wie erlebt man das als Sohn, wenn die Mutter, die man kennt, ja, sich immer mehr verabschiedet? Traurig. Ich finde es traurig. Denn die Frau, die deine Mutter mal war, ist sie ja jetzt schon nicht mehr. Eben. Mhm. Ich habe immer Angst vor dem Tod meiner Mutter gehabt. Mhm. Und dass das so ein schrecklicher Tod auf Raten ist, finde ich besonders grausam. Mhm. Ist sie denn sonst körperlich noch ziemlich gut? Ja total. Mhm. Das heißt, die Perspektive steht an, dass deine Mutter so schwer demenzerkrankt sein wird, dass sie nicht mehr bei euch sein wird können. Irgendwann nicht mehr. Und das ist gar nicht mal so weit entfernt, fürchte ich. Mhm. Wie geht dein Vater damit um? Passiv, er verdrängt es. Mhm. Er verdrängt es. Er sagt zum Beispiel zu ihr, du bist nur so vergesslich, weil du uns ärgern willst. Meinst du das ernst oder ist das ein Scherz? Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall finde ich das ungeheuerlich. Das heißt, du glaubst, ihm ist gar nicht klar, dass das wirklich eine äußerst schwere Erkrankung ist? Er verdrängt es. Er verdrängt es irgendwie. Kannst du ihm das denn nicht erklären? Ja, schon, aber er sagt, wie redest du über deine Mutter, als wenn die nicht ganz dicht wäre? Achso, er will es nicht wahrhaben. Er will es einfach nicht wahrhaben. Mhm. Und er macht auch nichts, er hilft nichts und gar nichts. Mhm. Hat deine Mutter in den ersten, ich sag mal so, vielleicht im ersten halben Jahr, ist sie sich dessen bewusst geworden, was mit ihr los ist? Hat sie mal gesagt, ich erkranke eventuell an dieser Erkrankung? Oder irgendwas stimmt mit mir nicht? Nein, also sie hat, ja, wie soll man das sagen? Sie sagt, oh Gott, ich bin letzter Zeit so ein bisschen tüdelig und so, ne? Mhm. Aber nicht auf diese dramatische Art und Weise, mhm, ne? Verstehst du? Also das heißt, sie hat selbst keine Angst wirklich gehabt vor ihrer eigenen Erkrankung, weil die Erkrankung gar nicht so bewusst war. Ganz genau, ganz ja, genau. Das ist ja dann wiederum auch eine Gnade. Das ist auch typisch für diese Krankheit irgendwo. Mhm. Bist du Gnade. Ja, das finde ich schon. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen Bruder. Einen älteren, jüngeren? 2 Jahre älter. Und kümmert der sich auch ein bisschen um die Mutter? Ja. Ab und zu. Mhm. Ja. Wann ist denn bei euch so die Grenze erreicht? Was denkst du denn? Wann sagst du, es geht nicht mehr, die Mutter muss ins Pflegeheim? Ich denke mal, das ist die Frage. Den richtigen Zeitpunkt, ne? Mhm. Das ist, wie gesagt, das nächste Problem. Bist du denn berufstätig? Ich bin arbeitslos. Das heißt, das ist ja in diesem Fall dann ganz gut, dass du immer bei der Mutter sein kannst. Das stimmt. Ich stelle mir das auch ganz, ganz schwer vor, die Mutter dann aus dem Haus zu geben, in fremde Hände, dann ahnt, man weiß ja nicht, ob sie es vielleicht doch noch ein bisschen mitbekommt und sie hat dann Angst und für sie ist das vielleicht ein großes Unglück, aus ihrer vertrauten Umgebung herauszukommen. Richtig. Ich stelle es mir furchtbar vor. Ich wüsste auch nicht, den richtigen Zeitpunkt dann zu bestimmen. Genau, das ist schwierig. Mhm. Das ist schwierig, sehr schwierig. Hast du denn gute Fachleute, Ärzte oder Betreuer, die dich da auch beraten können? Leute, du meinst die mich? Also ja, die dich beraten können. Die mich beraten. Die vielleicht dann auch wirklich aufgrund ihrer Erfahrung sagen, jetzt ist es besser. Gibt es da Leute um dich herum? Ja, es gibt solche Leute. Und zwar, ich bin in psychiatrischer Behandlung. Ah ja. Mhm. Und die Therapeuten dort, die... Ja gut, mit denen rede ich auch darüber, ne? Ja, das heißt, da holst du dir ein bisschen Erleichterung dann in dieser Behandlung wiederum. Ja, obwohl die Angst, die ist trotzdem da. Mhm. Die Angst, wie gesagt, vor der Zukunft, weil ich genau weiß, wie die Krankheit sich entwickeln wird. Mhm. Man kann ja auch überhaupt gar keine Lebenserwartung wahrscheinlich aussprechen. Genau. In dem Fall. Mhm. Das ist schlimm. Hast du denn schon immer ein sehr besonderes, enges Verhältnis zu deiner Mutter gehabt? Genau, ein sehr enges. Mhm. Hat man da als Sohn, wenn man so ein enges Verhältnis zur Mutter hat, auch Angst vor dem Fall, wo sie mal komplett pflegebedürftig wird und man auch intime Dinge mit ihr machen muss, was man ja sonst eigentlich nicht so macht als Sohn? Also es ist die ganz komische Vorstellung, dass das, was sie mit mir gemacht hat, als ich ein Baby war, ich jetzt mit ihr machen muss, wo sie alt ist. Das ist eine ganz komische Vorstellung. Also sie zur Toilette begleiten oder sie vielleicht sauber zu machen, wenn es gar nicht war. Aber ich denke mal, ich liebe sie genug, um das irgendwie auch zu schaffen. Also du würdest das schon dann auch machen? Ja, das schon. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass irgendwann der Punkt kommt, dass die Nerven doch irgendwie bei mir nicht mehr mitmachen, glaube ich. Also,
Aber ja, ich stelle es mir auch schwierig vor, insofern, dass du mit deinem Vater nicht wirklich drüber sprechen kannst, weil er ist ja dann auch verdrängt und dann bist du ja auch relativ alleine in der Situation. Genau, ich bin der Einzige, der das zumindest ein bisschen durchschaut. Mhm. Ja, das ist eine bedrückende Situation und die ist anhaltend bedrückend und wird ja sogar noch schlimmer. Sie wird schlimmer. Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, diese Angst, ne? Lieber Matthias, ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das wäre nett. Ja, das würde ich gerne tun. Heute Nacht ist Magdalena hier. Ja. Du legst auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ich wünsche dir und deiner Familie viel, viel Kraft für alles, was jetzt bei euch ansteht und was euch bevorsteht. Okay, vielen Dank, Tom. Ja. Alles Gute von Herzen dir und auch deiner Mutter vor allem. Alles Gute wünsche ich dir auch. Danke, ne? Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Jeffrey ist hier. Ja, moin Jürgen. Jeffrey. Hallo. Ist das dein richtiger Name? Das ist mein richtiger Name, ja, korrekt. Bist du Deutscher oder Engländer oder? Nee, ich bin Deutscher. Meine Mutter hat den Namen damals mal in einer Zeitschrift gelesen und den fand sie gut. Gab es einen Filmstar, irgendwie Jeffrey? Gab's? Nein, nee, gar nicht. Und sie musste damals sogar richtig kämpfen, damit der Name hier in Deutschland. Ja, in der Zeit? Ja, glaube ich. Du bist 37, damals war das noch nicht so locker mit allen möglichen Namen, die es heute so gibt. Ja. Also ich begrüße Jeffrey, recht herzlich, 37 Jahre alt. Um was geht's? Danke, erstmal moin moin, genau. Ja. Pass auf, und zwar kurz erklärt, wie viel Schicksalsschläge ein Mensch so ab kann und wie das Leben so spielt. Wie viel kann ein Mensch ertragen? Mhm. Alles fing 1987 an, da ist bei uns draußen die Straße gemacht worden und das Gasrohr beschädigt worden, sodass unser Haus in die Luft geflogen ist und wir noch alle drin waren. Ach. Und zwar, meine Mutter hatte damals 32% Verbrennungen erlitten. Ab 35 wurde mir damals gesagt, das ist lebensgefährlich. Mhm. Der Lebenspartner meiner Mutter hatte leichte Verbrennungen. Ich hatte nur einen Schock, weil es war so eine Doppelhaushälfte und ich bin mit meinem Bett abgehoben, weil die Druckwelle so stark war, dass gleich unten alle sämtliche Wände weggeflogen sind. Und das ganze Haus war zerstört? Ja, das ganze Haus war zerstört. Und es gab, es ist zu einem Brand gekommen? Nee, das gab nur eine Stichflamme. Ach so. Und dann flog alles auseinander. Also das war genau das richtige Gas-Sauerstoff-Gemisch. Also es hat anschließend auch nicht gebrannt, gar nichts. Und diese Stichflamme hat gerade dann deine Mutter hauptsächlich abbekommen? Richtig. Die saß nämlich am Frühstückstisch und hat sich nach dem Frühstück eine Zigarette angezündet. Und das ist zurückzuführen auf einen Baumangel? Ja, wir hatten früher eine Sandstraße hier bei uns. Mhm. Die ist dann gemacht worden, da ist dann Kanalisation neu gemacht worden, Gasleitungen sind neu gelegt worden. Mhm. Und so weiter. Und dann hatten sie ein paar Mal auf und zu gemacht. Dann ist das, hing das Gasrohr durch. Mhm. Da lag dann noch ein großer Stein drauf. Und mit diesen Rüttlern und LKWs führte das dann wohl zum Rohrbruch. Mhm. Und das Gas ist durchs Erdreich und durch die Kanalisation bei uns ins Haus gekommen. Mhm. Und wäre es bei uns nicht passiert, meinten sie damals mal, dann wäre eventuell die ganze Straße in die Luft geflogen, wenn die Laternen angegangen wären oder so. Weil schon alles unfassbar, unfassbar. Du hast gerade von Schicksalsschlägen gesprochen, von mir. Ja, es geht noch weiter, denn 1995 hatte ich einen Arbeitsunfall. Mhm. Dabei habe ich mir das Kniegelenk gebrochen mit vorderem Kreuzbandabriss, so dass ich meinen erlernten Beruf als Zimmermann anschließend nicht mehr ausüben konnte. Mhm. Damit war ich 3 Jahre krankgeschrieben. 3 Jahre? 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Dann war es aber schon ein heftiger Unfall. Ja, also das heißt genau Tibia-Kopffraktur heißt das mit vorderer Kreuzbandruptur. Und da ist es dann so gewesen, dass das Kreuzband nach meiner Versorgung des Bruches, während der Reha sozusagen oder der Bewegungstherapie des Beines, gerissen ist und im Gelenkspalt lag, sodass ich 3/4 Jahre in Krücken gegangen bin und nicht mehr belasten konnte wie 20, 30 Kilo. Mhm. Das ist dann erst festgestellt worden, nachdem das Material rausgenommen worden ist. Und ach du, ich sehe schon. Ja, ich verstehe schon. Das hin und her haben die Ärzte dann gesagt, wir operieren nicht und so weiter und so fort. Also 3 Jahre insgesamt damit beschäftigt? 3 Jahre insgesamt, bis die Umschulung dann anfing. Ich habe dann Bautechniker weitergemacht und ja dann ging es nachher 2004 weiter. Da kam dann die besonders große Hiobsbotschaft und zwar ist bei mir ein Tumor im Kopf festgestellt worden, der die Nervenstränge zum Gehirn befällt. Mhm. Und seitdem habe ich eine halbseitige Gesichtslähmung rechts, bin rechts für immer taub. Und es ist nach einem halben Jahr noch mal eine OP gemacht worden und mein Gesicht ist jetzt an der Zunge angeschlossen, am Zungennerv. Das Gesicht ist am Zungennerv angeschlossen? Ja, der heißt Hypoglossusnerv. Und was bedeutet das? Da wird dir hinterm Ohr bis unterhalb des Unterkieferknochens aufgeschnitten. Mhm. Mir ist ein Nerv aus dem Bein entfernt worden und der ist sozusagen als Brücke zu den Gesichtsnerven, vom Zungennerv zum Gesichtsnerv gelegt worden. Mit welchem Effekt? Ja, pass auf, das kommt jetzt. Und zwar,
dass ich, wenn ich die Zunge belaste, gegen den Gaumen drücke oder gegen die Zähne vorne gegen drücke, gegen die Schneidezähne, dass das Gesicht sich rechtzeitig zusammenzieht. So dass ich nicht mit dem hängenden Gesicht durch die Gegend laufen muss. Das heißt, du musst mit der Zunge gegen die Zähne drücken, damit du eine klare Gesichtsform hast. Nee, also mittlerweile ist es so, dass sich die Gesichtsform, dadurch, dass der Muskel ja ein bisschen trainiert worden ist, wenn ich keine Mimik ins Gesicht bringe, völlig normal bin oder normal aussehe. Ach so. Bloß wenn ich lache, dann geht natürlich die linke Seite hoch, also grinsig, und rechts bewegt sich gar nichts. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist so eine Konstruktion, so eine operative Konstruktion da im Gesicht gibt. Ja, also ist denn dieser Tumor entfernt oder der ist weg? Der ist entfernt worden. Also mir hatte man das damals erklärt, normalerweise ist es so, dass dieser Tumor diese Nervenstränge verklebt wie ein Kaugummi. Dann entfernt man den Tumor mit Kratzen von den Nerven. Der Hörner ist zu empfindlich, also zu 95% ist man taub auf dem rechten Ohr. Ja. Gibt auch Möglichkeiten, da hörst du dann noch ein bisschen was, habe ich auch schon gehört. Aber der Gesichtsnerv ist dann meistens nur beleidigt 3 Monate oder ein halbes Jahr und dann regeneriert er sich von alleine. Und bei mir war es so, dass dieser Tumor fest war und halt alles rausschneiden mussten. Das heißt, Gleichgewichtsnerv fehlt, Hörnerv fehlt, Gesichtsnerv fehlt und so weiter. Jetzt hoffe ich, dass in dieser Aufzählung nicht noch ein Punkt kommt. Eins kommt noch. Es kommt noch ein Punkt. Ja, und zwar 2006 hatte ich Motorradtraining mitgemacht, nachdem ich mich wieder so aufgerappelt habe nach dieser OP, weil ich ja natürlich auch Gleichgewichtsprobleme hatte, aber das habe ich ganz gut in den Griff gekriegt. Und bin mit 25 km/h gestürzt, ist das Motorrad ein bisschen weggerutscht in Schräglage. Leider war es eine Indoor-Veranstaltung, so dass das Motorrad in eine Bande gekommen ist und dann zurückkam und mich getroffen hat. Und dabei war der Oberarm so zertrümmert, und zwar die Kugel oben, die in meiner Schulter drin sitzt, dass ich jetzt ein künstliches Schultergelenk bekommen habe. Jeffrey, ich muss aber sagen, nach all dem, was du jetzt aufgezählt hast, klingst du sehr, sehr optimistisch und normal und keineswegs wehleidig oder mit dem Schicksal hadernd? Ich sag mal, in der aktuellen Situation schon, weil dieser Unfall war erst im November 2006. Ich nehme seitdem morphiumhaltige Tabletten, weil ich immer noch starke Schmerzen habe, bin auch noch krankgeschrieben. Nächste Woche fange ich eine zweite Reha an, die ich jetzt innerhalb von ein Jahr und 2 Monaten bewilligt gekriegt habe. Und das Problem ist gar nicht mal die Bewegungseinschränkung, die man mit dem Arm hat. Also ich kann den Arm nie wieder nach oben strecken, sondern maximal waagerecht nach vorne oder zur Seite. Zur Seite noch nicht mal, da kriegst du gerade mal 40 Grad oder so vom Körper weg. Dennoch, aber halt die Schmerzen machen mich fertig und ich bin halt so ein Stehaufmännchen und versuche das Beste aus der Situation zu machen. Ja, das meinte ich damit. Das strahlst du akustisch auch aus, wie du darüber sprichst. Ja. Manch einer wäre ja, der vielleicht etwas weniger stark ist oder letztendlich anders gepolt ist, wäre vielleicht völlig fertig mit den Nerven und auch psychiatrisch sicher ein behandlungsbedürftig. Ja, also ich sag mal so, am Tag des Unfalls war ich schon ziemlich mit den Nerven fertig. Weil das fragt man sich natürlich manchmal, das ist ja auch klar. Noch? Das ist ja auch klar. Stresse, du hast so viel Scheiß durchgemacht. Ja. Was kommt noch? Also jetzt hast du deinen ersten Beruf verloren, Zimmermann, das geht schon nicht mehr. Ja. Und den zweiten kannst du jetzt auch gar nicht ausüben, weil du ständig krank bist. Ja, also ich bin jetzt immer noch krankgeschrieben, so wie gesagt, durchgehend seit 1,5 Jahren. Ab nächsten Monat werde ich ausgesteuert, bekomme auch kein Krankengeld mehr. Das heißt, ich muss zum Arbeitsamt laufen, werde sozusagen gezwungen, mich irgendwie arbeitslos zu melden. Na, aber als krank dann irgendwie so. Und ganz genau habe ich das auch noch nicht verstanden, dann mache ich mich aber noch schlau. Bist du in einer Beziehung oder solo? Nein, ich bin solo. Hat das auch mit diesen vielen Schicksalsschlägen zu tun? Kann ich nicht unbedingt sagen, nein. Ja. Ich bin eher so ein bisschen schüchterner Mensch, sag ich mal. Aber ehrlich? Wirkst du auch überhaupt nicht? Oh, danke. Wirklich nicht. Hast du denn einen Freundeskreis? Ja. Das schon. Also du bist kein einsamer Mann? Nein, das nicht. Nein. Ich habe einen guten Freundeskreis. Und was mich, hatte ich vergessen zu erwähnen, und zwar, wo diese Geschichte mit dem Tumor war, 2003, da habe ich eher sogar mehr Resonanz aus dem Kollegenkreis von der Arbeit bekommen als aus dem engsten Freundeskreis. Das hat mich auch noch so ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Finde ich auch, ja. Die Leute wussten wohl nicht, wie sie auf mich zugehen sollen oder so. Ne? Und da habe ich gesagt, Mensch, Leute, ich guck noch geradeaus und alles, ich kann noch gehen und so. Was wollt ihr eigentlich jetzt? Ne? Wo ist das Problem? Was glaubst du denn, selbst wenn du so ein Stehaufmännchen bist und letztendlich ein optimistischer Typ bist, dennoch, was haben diese 4 Sachen, sind es ja mittlerweile, was glaubst du, was die für Spuren in dir hinterlassen haben? Ja, jetzt ich merke das immer, wenn ich jetzt sehr starke Schmerzen habe, weil nachts kann ich auch schlecht schlafen und so weiter, weil ich nicht richtig flach liegen kann.
Man ist sehr schnell gereizt. Da brauchst du nur einen Kugelschreiber runterfallen oder so und du explodierst. Ne? Du kannst am liebsten irgendwas kaputt schlagen in dem Moment. Ist das auch verbunden mit einer noch größeren Angst? Es könnte vielleicht wieder irgendwas Schlimmes passieren? Ja, könnte. Denkst du manchmal, dass da irgendwie, ich will es jetzt nicht völlig übertrieben ausdrücken, aber dass da irgendwie ein Fluch über dir liegt, dass du so viel Pech hast? Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob was ich im früheren Leben vielleicht gewesen bin oder sowas. Sag ich jetzt mal, ne? Aber mit Fluch vielleicht nicht, aber man macht sich schon Gedanken darüber, was kommt noch alles? Ne? Wie kannst du jetzt dein Leben irgendwie in die Bahn kriegen, dass du wirklich von allem verschont wirst, sag ich jetzt mal. Was sind deine Lebenssehnsüchte, Wünsche, die du hast jetzt? Endlich schmerzfrei sein und wieder arbeiten zu gehen. Das ist das Größte. Die Chancen sind realistisch, dass das zu schaffen ist? Ich hoffe es. Sagt mir kein Arzt so richtig was. Ich habe jetzt auch nochmal Röntgenkontrolle machen lassen. Es sind ja 2 OPs mit der Schulter gemacht worden. Einmal haben sie versucht, den Bruch zu flicken. Und jetzt haben sie bei der Röntgenkontrolle festgestellt, dass immer noch Bruchstücke drin sind. Und die könnten eventuell die Schmerzen verursachen. Aber du kennst das ja, eine Krähe hackt der anderen Krähe keine Ahnung aus, wenn du da irgendwie was versuchst. Ne? Ja. Mann, Jeffrey. Aber trotzdem Hut ab von meiner Seite für deine Tapferkeit. Ja. Das ist toll, wirklich, das ist toll. Das ist eine tolle Leistung, dass du dich nicht hängen lässt. Ja, also versuche ich. Ne? Also es gibt Tage natürlich, da willst du von niemandem irgendwie angesprochen werden oder so, willst du nur noch deine Ruhe haben. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du bald richtig gesund wirst, ohne Schmerzen bist und dass dann die nächsten 50 Jahre nur wirklich aber nichts mehr passiert. Ich hoffe und du gut und entspannt leben kannst. Ich hoffe es. Ich danke dir. Wünsche dir von Herzen alles Gute, Jeffrey. Dankeschön. Tschüss. Und schönen Gruß an dein Team noch. Sehr gerne, richtig aus. Super nett alles. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Daniel. Daniel ist 22. Hallo, Daniel. Hallo, Domian. Ja, Daniel. Hi. Ja. Deswegen rufst du an? Mein Problem ist, ich habe den doofen Fehler begangen und vor einem Jahr an meinem Geburtstag das erste Mal Drogen ausprobiert. An deinem Geburtstag? Am 21. Geburtstag, genau. Ja. Was für Drogen? Ecstasy und Speed. Ja. Und habe irgendwie gemerkt, dass ich seitdem mein Leben gar nicht mehr so richtig auf die Reihe bekomme. Also das heißt, du hast es nicht nur einmal ausprobiert, sondern hast damit angefangen und konsumierst seitdem fleißig. Ja, also immer mal so auf Afterhours und damit verbunden sind auch die langen Schlafzeiten danach. Also und habe auch ab und zu auch schon mal die Arbeit irgendwie abgesagt. Deswegen, also. Was machst du denn vom Beruf? Ich war Animateur und Reiseleiter im größten Konzern. Habe dann aber auch aufgrund einer Afterhour mal den Einsatz abgesagt unter irgendwelchen Vorwänden. Und habe dadurch halt auch den Job verloren. Und was machst du im Moment? Im Moment bin ich arbeitslos, aber ich habe ab dem 5.5. einen Job als Flugbegleiter. Mhm. Oh. Ja, und deswegen, ich mache mir Sorgen. Das heißt, aber da ist ja das höchste Eisenbahn, dass du dich in den Griff kriegst, damit du den Job nicht verlierst. Deswegen denn da musst du ja diszipliniert leben, wenn du als Steward, ne, sagt man, oder Flugbegleiter. Das ist so, weil man dann auch unregelmäßige Arbeitszeiten hat, etc. Bei mir ist es auch so, wenn ich einmal was genommen habe, gefeiert habe, dann ist es auch 2 Wochen gut, 3 Wochen, das schwöre ich mir, ich nehme das nie wieder, um Gottes Willen. Mhm. Ja, ekelhaft. Ja, aber nach 3 Wochen oder so, ist komisch, kommt dann auch irgendwie wieder das Bedürfnis, ja, man könnte mal wieder was nehmen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe auch ein ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich verliere ständig mal meinen Ausweis, Handy, dies, das, jenes. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, das klingt irgendwie so komisch. Aber egal. Habe ich das richtig verstanden? Also, du nimmst die Drogen eigentlich nur zum Feiern? Zum Feiern, genau, ja. Das heißt, so im normalen Leben pfeifst du dir nichts rein? Also eigentlich nicht mehr. Mhm. Aber es ist trotzdem, es beeinträchtigt auch halt auch, weil es vom Feiern dann eigentlich auch ins normale Leben übergeht. Mhm. Und das finde ich schlecht. Ja, nee, ich frage es deshalb, weil ich glaube, in dieser Phase kann man das ohne Drogenberatung und alleine auch schaffen. Das ist nur wie? Indem man es nicht macht, Punkt. Ja, das ist schwer. Warum? Das ist, warum? Ja, die Frage ist, wenn du feiern gehst, dann... Ja, aber du hast keine körperliche und eigentlich auch keine psychische Abhängigkeit von dem Zeug. Du bist nur so programmiert, feiern Droge. Feiern macht nur Spaß mit Droge. Genau das. Ja, genau, klar. Das würde ich gerne ändern. Nee, dann das heißt, dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und dann so feiern ohne Droge und dann ist es halt nicht so schön.
Und da feierst du einfach ein bisschen weniger. Ja, wenn es so einfach wäre, irgendwie. Ja, Gott. Ja, aber Daniel, über was reden wir? Du bist Herr deiner selbst. Du bist ein junger Kerl von 22, der seine Zukunft gerade am Bauen ist. Und du bist schon einmal rausgeflogen. Und jetzt hast du einen guten Job, einen interessanten Job. Hätten viele Leute sicherlich. Den du auf keinen Fall riskieren darfst. Und da musst du diszipliniert sein. Da musst du ein Kerl sein. Tja. Ja, du hast schon recht. Also es klingt auch logisch, wie du das sagst. Nur wenn man dann irgendwie dann feiern ist und den ersten Alkohol getrunken hat, so fängt es meistens an. Ja. Dann sinkt die Hemmschwelle und dann fängst du an. Das ist nicht so einfach. Ja, klar. Ja, sicher, klar. Klar, wenn das einfach wäre, dann hätten da so viele... Dass ich es überhaupt probiert habe vor einem Jahr, ja. Das war der Fehler. Das war der Fehler, ja. Weil du genau jetzt so konditioniert, programmiert bist, das Feiern macht nur richtig, richtig dick Laune mit den Drogen. Genau. Hättest du es nicht ausprobiert, nur gut, aber du hast es ausprobiert. Du musst mal jetzt sehen, dass man das Beste jetzt draus macht. Das geht nur, dass du feierst mit weniger Spaß. Und in der Hoffnung, dass nach einer gewissen Zeit, wenn du wieder auf dieses normale Level kommst, du auch wieder Spaß haben kannst am Feiern. Meinst du, kommt man wieder hin? Ja, das glaube ich schon. Das dauert aber eine Weile. Dass wenn man dann damit aufhört, dass man auch wieder normal... Also ja, das dauert aber eine Weile. Und du lässt halt den einen oder anderen Feiertermin einfach aus. Ja, das sowieso, ja. Also, alles geht nicht. Alles geht nicht. Diesen Job da als Flugbegleiter, ist das erstmal ein Jahresvertrag oder? Nee, das ist unbefristet. Ist unbefristet? Unbefristet, das ist eine Riesenchance. Aber also bis jetzt habe ich sowieso auch schon vor der Drogenzeit nie irgendwie einen Job lange durchgehalten. Ich weiß auch nicht, das liegt vielleicht auch an dem ADS, was man, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dass ich auch sowieso generell so. Du kannst das ja ganz gut behandeln mittlerweile, ne? Mit Ritalin oder habe ich mal gehört, dass es sowas gibt. Bist du bei einem Arzt deshalb schon gewesen? Meine Mutter, die ist Psychologin, aber mit der kann ich ja wohl nicht reden. Ach, deine Mutter ist sogar Psychologin? Ja. Und mit der kannst du nicht drüber reden? Ja, ich weiß nicht. Also. Ja, aber die weiß das doch, dass du das hast. Ja, die weiß es, ja. Aber ich weiß nicht, ob Ritalin ist das nicht irgendwie auch speedähnlich oder... Da will ich jetzt hier keine Beratung machen. Da ist meine Fachfrau im Hintergrund gleich für zuständig. Ich weiß noch nicht bei dem Krankheitsbild, wie sehr das wiederum eine besondere Wirkung hat, wenn du darauf dann noch Speed nimmst oder Ecstasy. Weiß ich nicht, was für eine fatale Wirkung das auch noch dann hat. Also der allererste Punkt ist von den Drogen nein zu sagen. Punkt. Wie ich es gerade sagte, gar nichts zu nehmen. Der zweite Punkt wäre, wenn du jetzt mit dieser Erkrankung Probleme hast, dass du dich da mal schlau machst, oder wir können dir gerne noch gleich ein bisschen helfen. Das wäre super. Dass du einfach mal zu einem guten Psychiater oder guten Psychologen gehst, wenn die Mutter das schon nicht leisten kann. Ja gut, ich möchte nicht mit meiner Mutter so. Okay, verstehe ich auch. Ist auch okay. Jetzt sag mir mal, hast du irgendeine Ausbildung mal gemacht? Ich habe eine Ausbildung bei der Deutschen Lufthansa angefangen, aber wurde gekündigt, da ich dauernd zu spät gekommen bin. Es war aber zu der Zeit, bevor ich... Ist schon was länger her. Ja. Das heißt, du hast auch schon Probleme mit dir gehabt? Auch schon mit dem ADS, nur genau. Ohne die Drogen. Probleme, ja. Ich habe das Gefühl, dass es durch den Konsum von von Amphetamin, so, dass es davon ein bisschen besser wird. Das Problem ist halt nur, dass sich das nicht vereinbaren lässt. Also die Vergesslichkeit, dieses Zerstreutheit, die lässt sich durch die Amphetamine irgendwie schon verbessern. Nur bleibt man, also ja, das ist halt nicht gesellschaftsfähig. Also, ja, das ist nicht die Lösung. Nicht. Definitiv nicht. Mensch, pack diese Riesenchance jetzt am Schopf mit diesem Vertrag, den du in der Tasche hast. Eine Riesenchance ist das. Und leite alles Mögliche jetzt medizinisch ein, dass du das, also was das Medizinische anbelangt, da topfit reingehst in die Sache. Ja, so. Ich versuche es auf jeden Fall. Und die Drogen, sagst du nein? Tja. Und jetzt sag mir nicht, wenn es denn mal so einfach wäre. Das ist aber so. Das will ich gar nicht hören, weil das ist so ein Allgemeinplatz. Natürlich ist es nicht einfach, aber so ist es nun mal. Da musst du durch. Alles klar, Jungmann. Ich versuche es auf jeden Fall. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du nochmal von meiner Psychologin angerufen wegen der anderen Sache. Alles klar, Jungmann. Du machst eine super Sendung, echt. Also ich gucke das schon sehr lange und war immer also begeistert. Danke dir. Sehr nett von dir, Daniel. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Katja ist hier. Katja ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Was ist dein Thema?
Also ich möchte gerne mit dir über meine Fettsucht sprechen. Ich bin adipositaskrank. Das heißt? Ja, ich bin, also Fettsucht ist es. Ich habe kein Hungergefühl, also kein Sättigungsgefühl. Wie viel wiegst du? Ich wiege 160 bei einer Größe von 1,66. Und ja, bin halt auch in Behandlung deswegen. Und ich kann halt nicht abnehmen, ohne mir den Magen verkleinern zu lassen. Wie lange hast du das denn schon? Wie lange bist du schon dick? Also so jetzt, also dick bin ich eigentlich schon immer gewesen. Als Kind auch schon? Ja, als Kind schon. Und es fing dann alles so an mit 12 Jahren. Hat sich bei mir herausgestellt, dass ich Asthma habe. Musste dann Cortison nehmen, bis heute noch. Ja. Und das fördert das Ganze natürlich dann noch? Ganz genau. Ja. Dann ist vor einigen Jahren festgestellt worden, dass ich Schilddrüsenunterfunktion habe. Ja, das fördert dann natürlich auch noch. Natürlich, ja. Ja, ja, dann wie gesagt, kein Sättigungsgefühl. Das heißt, du isst wirklich? Ich kann essen und ja, ich merke es dann erst, wenn es zu spät ist. Ich kriege dann Bauchschmerzen. Du hast kein Sättigungsgefühl. Nein. Heißt das denn auch, dass du immer ein Hungergefühl hast? Nein, immer nicht. Das heißt, du könntest aufgrund einer rationalen Entscheidung sagen, ich habe jetzt einen Teller auf, jetzt ist Schluss. Ja, könnte ich. Warum tust du es nicht? Ja, geht nicht. Warum nicht? Das ist, ich weiß nicht, ob mein Kopf da nicht mitmacht, aber ja, ist halt nicht so. Also wie gesagt, es ist bei mir erst. Also ist das so eine Gier dann weiterzumachen? Ja, es ist wirklich erst Ende, wenn ich merke, jetzt hast du Bauchschmerzen. Du hast es aber noch nie erbrochen. Nein. Nee, das nicht. Nein, das nicht. Und ja, dann war ich natürlich auch schon bei einem Chirurgen gewesen, der auf Adipositas spezialisiert ist. Und der hat mir das halt von vornherein gesagt, dass es halt ein Teufelskreis ist und dass man halt um eine Operation nicht drum rum kommt. Und habe mir dann auch ein Gutachten von ihm erstellen lassen, das ich dann bei der Krankenkasse einreichen musste, um die Kostenzusage dafür zu bekommen. Also für die Magenverkleinerung. Genau, das nennt sich Magenbypass. Ja. Und Wie viel wird da eigentlich vom Magen weggenommen? Also meistens die Hälfte. Also es ist meistens so, dass du nach der OP zwischen 50 und 100 Milliliter nur noch zu dir nehmen kannst. Naja, ah, das ist natürlich wirklich wenig. Genau, ja. Und dir wird ja auch ein Stück von dem Darm weggenommen und wird dann an dem Stück, was, also das kleine Stück, was noch da ist, wird das dann dran gemacht, das damit ist auch es halt schneller, genau, damit es halt schneller in den Darm und man das schneller ausscheidet. Das ist auch dann definitiv nicht mehr rückgängig zu machen, ne? Das wäre dann ist es schon, aber es ist ein sehr schwieriger Eingriff. Willst du denn diesen Eingriff vornehmen lassen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was sagt die Krankenkasse? Will sie es bezahlen? Nein, also die haben jetzt schon zweimal abgelehnt. Mit welcher Begründung? Dass ich noch nicht alle möglichen Sachen ausgeschöpft habe, die man machen muss. Also ich muss dazu sagen, man muss bestimmte Sachen einhalten, bevor man dieses überhaupt einreichen kann. Ja, welche Sachen hast du noch nicht ausgeschöpft? Alles. Ich habe alles ausgeschöpft. Ja, aber die sagen ja, du hättest noch nicht alles ausgeschöpft. Ja, das ist so bei den Krankenkassen. Das Problem ist einfach, diese Krankheit ist nicht wirklich anerkannt. Ja, was bedeutet denn alle Sachen ausschöpfen? Was muss man denn da tun? Zum Beispiel muss man einen Body Mass Index haben von 40. Den habe ich. Den habe ich sogar schon viel mehr. Ich habe Body Mass Index 53. Ja, man muss Kuren gemacht haben, etliche Diäten gemacht haben, das muss man alles vorweisen können. Ach so, aber die muss man dann unter Aufsicht gemacht haben, sonst könntest du sagen, ich habe die Kur gemacht, genau, die Diät gemacht. Ja, man muss sich das alles attestieren lassen von den Ärzten, damit man halt da nicht irgendwie jetzt einfach sagen kann. Hast du denn sowas schon mal gemacht? Hast du Diäten? Ja. Du hast Diäten gemacht, hat nichts gebracht. Diäten, Kuren, nichts. Nein, also, warst auch in einer Klinik schon? Ja. Und hat auch nicht viel gebracht? Nee, also es ist dann halt abnehmen und man nimmt ab, aber dann kommt der Jojo-Effekt irgendwann zurück und man hat das Doppelte drauf und es geht einfach nicht. Du bist 25 Jahre alt, du lebst wahrscheinlich auch nicht typisch wie eine 25-Jährige, oder? Nein, also ich lebe total isoliert. Ich habe mir Arbeit von zu Hause gesucht, ich gehe also gar nicht raus. Was machst du zu Hause? Ich bin so eine Bürokraft, von zu Hause aus ist das. Ach, das geht. Du kannst die Arbeit dann zu Hause machen für eine Firma. Genau. Arbeitest am PC oder was? Ja, genau. Ah ja. Das heißt, du hast deinen Job hast du dann schon. Ja. Ja.
Arbeiten tue ich auf jeden Fall. Ist das so ein Vollzeitjob von 8 Stunden am Tag ungefähr? Ja, also ich kann mir das einteilen, wie ich will, aber es ist schon so ein, 8 Stunden. Ah ja, genau. Aber ansonsten nicht viel Kontakt zur Außenwelt? Nein. Keine Freunde? Nee, nicht wirklich. Keinen Freund? Doch, ich bin verheiratet. Ach, du bist verheiratet? Ja. Ah ja. Und mein Mann ist selber übergewichtig. Mhm. Aber der geht da ganz anders mit um. Also er hat auch dieses Problem, nicht jetzt, sage ich mal, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also der fühlt sich fast wohl, wie er ist? Ja, er fühlt sich wohl. Ja, er ist aber auch ein ganzes Stück größer, muss ich sagen. Wie viel wiegt er denn? Also er wiegt auch 160 und ist aber 1,85. Mhm. Ist natürlich auch noch viel zu viel, ne? Aber ja, natürlich, aber ihn stört es nicht so. Ihn stört es nicht, absolut nicht. Und er langt auch gerne und üppig zu. Ja, aber bei ihm ist es halt nicht so extrem wie bei mir, ne? Also bei ihm, er weiß schon, wann Schluss ist. Mhm. Was sagt er denn zu dir, was du vorhast? Er steht total hinter mir. Er ist damit einverstanden. Ihr habt euch dann wahrscheinlich auch kennengelernt, als ihr beide schon ziemlich füllig wart, ne? Ja, also mich hat er 40 Kilo leichter kennengelernt, ja. Mhm. Würde er denn überhaupt eine dünne, schlanke Katja haben wollen und mögen? Ja, also ich denke mal, wem gefällt keine Frau, die halt ein bisschen schlanker ist. Ja, es gibt ja auch Männer, die nur wirklich darauf stehen. Ja, sicher. Also ich meine, er sagt zu mir, dass ich das nicht wegen ihm machen muss. Also das auf keinen Fall. Er liebt mich so, wie er mich kennengelernt hat. Ja, aber das tust du ja auch nicht, ne? Das tust du für, nein, so. Ich tue es für mich, ich tue es für meine Gesundheit. Genau, so habe ich es gerade auch verstanden, ja. Ganz genau, also ich tue es einfach nur für meine Gesundheit, weil das Problem ist einfach, ich kann genauso, also wenn ich jetzt nichts tue, dann, im größten Fall, also ich kann natürlich auch zum, was weiß ich, an einer Herzverfettung sterben oder wie auch ja, immer. Ja, natürlich, es können 1000 andere Probleme auftreten, ja. Dass du in jungen Jahren schwer krank wirst. Ja, und bei mir ist es ja mittlerweile schon so, ich habe jetzt mittlerweile auch schon einen Bauchdeckenriss. Das heißt? Ja, das heißt, die Bauchdecke ist halt gerissen, das ist ja diese Decke, die Eingeweide halt zusammenhält. Mhm. Und das ist bei mir halt schon angerissen und deswegen muss es auch schnell operiert werden. Was bedeutet das, wenn das hört sich ja dramatisch an, die Eingeweide quellen irgendwie raus und werden nur von der Haut noch gehalten? Ja, ganz genau, aber bei mir ist es jetzt noch nicht, ich sage jetzt mal nicht super extrem, also es muss operiert werden auf jeden Fall. Mhm. Nur es kann halt so weit kommen, wenn man das nicht festgestellt hätte, hätte ich mir zum Beispiel meinen Darm einklemmen können. Mhm. Verstehe. Und, das ist so wie, ich glaube, so ähnlich wie bei einem Leistenbruch, ne? Ja, so ungefähr, genau. Mhm. Aber all das überzeugt deine Krankenkasse nicht, dass sie sagt, Mensch, wir müssen aber schnell jetzt was unternehmen? Nein, das interessiert die nicht. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob dir das vielleicht was sagt, MDK, das ist der medizinische Dienst der Krankenkassen. Mhm. Die sind halt im Ausschuss und die tagen auch nur 2-mal die Woche oder so. Mhm. Und das Problem ist einfach, dass da sitzen Leute, die keine Ahnung von Adipositas haben. Das sind zum Beispiel Kinderärzte oder Zahnärzte oder wie auch immer. Und die gehen einfach nach Aktenlage. Die haben jetzt zum Beispiel dann, sage ich mal, 100 Leute, die diese Kostenzusage haben möchten. Dann sagen, hat der, sage ich mal, der Sachbearbeiter gute Laune. Ja, dann sagt verstehe. Gut, die 50 lasse ich durch. Ich habe ja ohnehin den Eindruck, dass oft in den Krankenkassen Leute sitzen, die keine Ahnung von Medizin und den Erkrankungen haben. Ganz genau. Und so ist es in deinem Fall jetzt auch. Richtig. Und ich bin jetzt auch vom Sozialgericht mit einer Anwältin. Mhm. Also wir klagen das jetzt ein, weil das muss dringend gemacht werden, weil das ist ja schon... Ja, das klingt ja schon mal für mich beruhigend, dass du das sehr professionell angehst. Ja, also du auf willst, jeden Fall. Du willst auf jeden Fall dein Recht jetzt haben. Ja. Und jeder Monat, der da vertrödelt wird, ist zum Schaden deiner Gesundheit letztendlich. Ja, das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Jetzt mal eine hoffnungsvolle Perspektive. Wäre es denn denkbar, dass das dieses Jahr noch passiert? Ja, also laut Anwältin nicht. Mhm. Also die Anwältin hat gesagt, dadurch, dass es halt vom Sozialgericht ist, dauert es mindestens ein Jahr. Mhm. Mindestens. Was kostet denn so ein Eingriff? 10.000 Euro. 10.000 Euro? Ja. Das ist natürlich eine Stange Geld. Ja. Kriegt man auch keinen Kredit für, ne? Für sowas. Naja, am Überlegen bin ich schon. Mhm. Aber ja, sicher bin ich mir nicht wirklich. Mhm. Weil das Problem ist ja, du musst ja auch gucken, dass du abgesichert bist. Mhm. Ne? Ja, natürlich, ja klar. Ja. Dass du die Nachsorge zum Beispiel mit drin hast, wenn du das selber bezahlst. Ja. Und wahrscheinlich stehen doch dann danach auch noch diverse Schönheitsoperationen an. Kann das sein? Ne? Dass die, die Speck, die Haut natürlich. Die Hautfalten weggenommen werden müssen. Genau, das nennt sich Wiederherstellungsoperation. Ist genau. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich erstmal das Geringste. Mhm.
Du nimmst also, wenn du diese OP hast, du nimmst innerhalb von 2 Jahren dieses Gewicht ab. Mhm. Und ja gut, du musst natürlich auch Sport machen, ne? Mhm. Aber du bist für dich ganz entschieden, ich will das alles durchziehen. Ja. Ich will auch die Operation ist ja auch kein Fall. Und ich will auch den Sport machen. Ich will einfach im Prinzip mich völlig verwandeln und in 3, 4, 5 Jahren eine andere Frau sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil so kann es nicht weitergehen. Mhm. Ich kann ja kaum noch laufen. Mensch Katja, dann wünsche ich dir aber wirklich, dass du schnell dein Recht bekommst. Wenn man sowas hört, wird man wirklich ärgerlich, dass die Kassen so etwas nicht bezahlen. Und hinterher müssen sie eventuell schwere Krankheiten bezahlen, die du durch diese Verzögerung bekommst. Ganz genau. Aber so absurd ist dieses Gesundheitssystem, in dem wir alle drinstecken. So komplett absurd und bescheuert ist das. Wir könnten Kosten sparen ohne Ende. Ja. Da gibt es ja tausende von Beispielen, wo man fassungslos davor steht und denkt, was ist das hier? So ist das. Mhm. Kann man nichts machen. Aber du bist ja nun gut beraten mit deiner Anwältin, da brauchen wir dir ja nicht irgendwie noch... Vielleicht eine Therapeutin oder... Ja, sehr gerne. Wenn du noch gerne reden möchtest, biete ich dir das... Ja, mir geht es darum, ich habe schon so oft probiert, mal an irgendeine ranzukommen, aber wenn ich mich dann da vorstelle und sage, was mein Anliegen ist, dann heißt es immer, die sind darauf nicht spezialisiert, ich soll mir was anderes suchen. Ah ja, okay, dann kannst du von uns vielleicht noch eine Fachberatung kriegen, wie du geschickt an und genau an die Frau oder den Mann kommst, den du brauchst. Das wäre super. Ich bitte dich aufzulegen, Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an und ich wünsche ihr viel Glück und alles Gute. Dankeschön, Domian. Und super Sendung und dann möchte ich gerne noch ganz schnell meine Familie grüßen, die jetzt gerade zugucken. Der Gruß ist rübergegangen. Ja. Alles Liebe, tschüss. Danke, tschüss. Anna ist hier. Anna ist 34. Ja, 34. Guten Morgen, Anna. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um meinen Bruder, der circa 1,5 Jahre jünger ist als ich. Mhm. Und er verändert sich immer seltsamer. Und man kann nicht wirklich ergründen, was in ihm vorgeht, dass ich mir Sorgen mache. Es kommt bei ihm nicht an. Er lässt mit sich nicht reden. Er tickt regelrecht aus. Also das heißt, gewisse Themen... Er geht einem Beruf nach, das bekommt er noch gebacken. Was macht er denn? Gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon? Ja, hörst du mich jetzt besser? Ja, wir versuchen es. Okay, Entschuldigung. Also er ist Industriemechaniker, das bekommt er gebacken, aber alles andere... Und er verändert sich irgendwie seltsam, sagst du? Seltsam, dass er sich immer wieder zu verabredeten Zeitpunkten nicht blicken lässt. Das war früher anders? Das war früher anders. Mhm. Dass er seltsame Freunde hat, dass ich irgendwann auch Post aus der JVA von ihm abgefangen habe, von einem bekannten Freund. Und dem Inhalt konnte man entnehmen, dass die beiden sich wohl irgendwie kennen. Mhm. Dass ich einfach vermute, dass er Drogen nimmt. Wie stark der Konsum ist, kann ich nicht beurteilen. Dass er Drogen nimmt oder dass er irgendwie in ein kriminelles Milieu hineinrutscht? Ja. Zudem beides vielleicht? Vielleicht beides. Ich kann es nicht beurteilen. Was für Drogen hast du eine Vermutung? Bitte? Welche Drogen hast du eine Vermutung? Haschisch. Also das hat er schon immer genommen. Ob weitere Drogen dazugekommen sind, weiß ich nicht. Wobei auch das wird von ihm abgestritten, geleugnet. Das heißt, du hast ein ganz gutes Verhältnis zu ihm und kannst mit ihm offen mit ihm zu reden? Ja, aber er blockt gewisse Themen ab. Ich meine, wir haben auch in all der Zeit, jetzt 33... Nochmal eine Frage, ich vergesse, mit diesem Brief aus der JVA, wie ist dir denn dieser Brief in die Hände gefallen? Der ist mir in die Hände gefallen, er wohnt ja noch zu Hause und die Eltern sind fast das ganze Jahr ein Rentner, die sind im Ausland. Mhm. Und ich habe halt Wohnungsschlüssel, Briefkastenschlüssel erledigt, die ganze Korrespondenz für die Eltern, da war eben der Brief adressiert an ihn, JVA, und ein Name, der, ich sag jetzt mal türkisch klingt. Also du hast den Brief nicht aufgemacht? Doch, ich habe ihn geöffnet. Ach, du hast ihn sogar gelesen? Ich habe ihn gelesen, ja. Ach so. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen, also nicht direkt auf den Brief. Aber das ist ja nun auch nicht die feine englische Art, den Brief einfach aufzumachen. Natürlich wäre ich als Bruder aber kolossal sauer. Käme ich auch zu spät zur Verabredung? Ich hatte eben meine Ängste, dass er abrutscht. Und als der Brief dann da war, ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Natürlich ist es unschön, aber... Ja, aber wir reden von einem 33-jährigen erwachsenen Mann. Erwachsenen Mann, ja. Und du bist mal gerade 34. Da bist du ja auch nicht die Oberaufpasserin, oder? Das will ich mich auch nicht oder will es nicht. War der denn nicht da stinkesauer, dass du den aufgemacht hast? Er weiß ja gar nicht, dass der Brief angekommen ist. Ich habe ihn nur angesprochen, indem ich gesagt habe, das Telefon hätte geklingelt und es hätte jemand aus der JVA angerufen, hätte gesagt, sag mal, was hast du denn da für Kontakte? Ach, du hast den Brief sogar unterschlagen? Ja. Und dann kam... Ja, was konkret stand denn drin in dem Brief?
stand konkret drin, er sitzt wegen Einbruchsdelikten, räuberischer Erpressung und Drogenhandel. Also der Mann, von dem der Brief kam? Genau. Mhm. Er hat immer wieder nach Geld gefragt. Er hat ihn konkret auch angesprochen. Und was macht die Arbeit etc. pp. Also er wusste sehr gut Bescheid über sein Leben. Also du hattest den Eindruck aufgrund dessen, was im Brief stand, dass die beiden sich auch kennen? Die kennen sich, ja, ziemlich gut. Mhm. Und wollte dann rauskristallisieren durch ein Gespräch mit meinem Bruder, ob er da jetzt die Wahrheit sagt oder abwiegelt. Und da kam natürlich nichts heraus. Er sagte, ach ja, kenne ich nicht. Eine Stunde später rief er zurück und meinte dann so, ach ja, das ist von irgendeinem Türken, der Cousin. Und er bettelt halt ringsum. Ja, aber dennoch, also bei aller berechtigten Sorge, Anna, das ist nicht die feine englische Art, was du da machst. Du kannst nicht einen Brief von deinem Bruder einfach aufmachen und du kannst den Brief schon gar nicht unterschlagen. Wenn du dir Sorgen machst, dann leg ihm wenigstens den Brief vor und sag, pass mal auf, tut mir leid, ich habe es aufgemacht. Erklär mir, was da drin steht. Was ist das hier? Ich habe ihn versucht anzusprechen. Natürlich gut, auch nicht mit der Wahrheit konfrontiert, sondern eben hinterrücks. Er hat sich ja auf zahlreiche Briefe vorher nicht gemeldet. Das konnte ich auch dem Inhalt entnehmen. Und somit habe ich halt den Brief unterschlagen. Hatte auch nicht den Mut, ihm zu sagen, hier, ich habe den Brief gelesen. Ja, aber den Mut muss man dann auch haben, finde ich. Den muss man auch haben. Ja, den finde ich, das finde ich schon. So wirst du auch unglaubwürdig, weil du trickst da irgendwie jetzt so rum. Und das sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Du willst ja, dass dein Bruder Vertrauen zu dir hat. Ja. So, und du verhältst dich im Moment genauso, wo jeder normale Mensch erstmal auf Distanz zu dir ginge. Ich auch. Ja. Ja, würde ich denken, was will die? Die soll mich in Ruhe lassen. Mhm. Die mischt sich da ein, spiel mit offenen Karten. Da hast du die größte Chance, deinen Bruder zu erreichen. Und wenn er wirklich in Schwierigkeiten stecken sollte, dass du ihn auch erreichst. Gab es denn früher schon mal irgendwie Probleme, dass er ein bisschen außer der Bahn gelaufen ist? Nicht großartig, also sicherlich Kleinigkeiten in seiner Jugend, dass er mal einen Ladendiebstahl begangen hat oder sonstiges, was auch nicht, sage ich mal, planmäßig ist, aber es passiert mal. Ne? Mhm. Aber sonst im Großen und Ganzen solche Dinge nicht und insbesondere eben, ja. Hat er eine Freundin? Nein, das ist auch ein Punkt, wir haben in all den Jahren nicht, also mein Mann und ich, nicht eine einzige Freundin kennengelernt, auch die Familie nicht. Dass wir eine Zeit lang dachten, er ist vielleicht schwul, aber auch das scheint nicht zu sein. Mhm. Wir lernen keine Frau kennen. Wenn man ihn auf das Thema Frau anspricht, dann rastet er förmlich aus. Er vernachlässigt sich auch körperlich. Ja. Das heißt, duschen und so, das ist, ja, wenn er arbeiten geht während der Woche, dann passiert das unregelmäßig. Mhm. Wenn er sich dann auf die Piste vorbereitet, sprich zum Weggehen, dann steht er da und striegelt und putzt sich heraus. Ist ja okay. Ja, aber sonst nicht. Mhm. Er vernachlässigt sich selbst das Duschen. Das heißt, er geht schon auch raus. Er geht raus mit solchen Freunden, ja, die man auch nicht kennt. Mhm. Ja, aber vielleicht, Anna, ich muss das nochmal so sagen, vielleicht schottet der sich auch von dir ab, weil du vielleicht auch ein bisschen zu sehr in sein Leben eingreifst. Und das habe ich vorher gar nicht getan. Das ist jetzt die letzten Wochen, weil er sich ganz massiv verändert, weil er ganz, ganz seltsam ist. Sonst hätte ich auch nicht diesen Brief geöffnet. Ich suchte einfach nach einer Erklärung. Was kommen denn so für Leute zu ihm nach Hause? Das bekommt man nicht mit. Wir wohnen in Frankfurt. Er wohnt ca. 50 Kilometer südlich von Frankfurt. Ach so, gut. Ich bin nicht unbedingt jeden Tag vor der Haustür hier. Ja. Und das prüfe. Und er wohnt ja alleine in dem Haus der Eltern? Ja, der wohnt alleine im Haus der Eltern. Die kommen ab und zu, wenn die Mutter dann mal darf. Dann beschwert er sich lauthals, ach, die ist schon wieder da und die quengelt und die nervt. Und er versucht dann, die Mutter rauszuekeln. Na, er soll froh sein, dass er da wohnen darf. Er versucht, sie zurückzuekeln. Ich denke mal, das sind dann auch wieder Gründe. Er will dann sich mit Leuten treffen, die vielleicht der Mutter nicht ganz bequem sind. Also ich bin da ein bisschen ratlos. Da muss man sicher jetzt mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen. Also irgendwie hast du eine diffuse Ahnung, dass da was nicht stimmt. Dass der irgendwie abdriftet. Genau. So. Da kann man natürlich nur Einhalt gebieten als Angehöriger, wenn man Respekt und Ansehen bei dem anderen hat. Das heißt auch, wenn man großes Vertrauen genießt. Du musst in irgendeiner Weise versuchen, Vertrauen da aufzubauen. Er entzieht sich, er geht nicht mehr ans Telefon oder wenn dann... Ja, vielleicht gehst du ihm auf die Nerven. Du meinst es gut, darum geht es gar nicht. Ich hab nur Sorge, dass du die falschen... Die Sorge habe ich. Du musst es vorsichtiger machen, du musst es behutsamer machen, du musst ihn mehr mit einbeziehen, du musst ihn mehr respektieren. Damit er wirklich kapiert, dass du den liebst, als dass
das Motiv ist. Ja. Und die liebende Schwester. Und nicht eine bevormundende ältere Schwester. Mhm. Das ist das Ding. Würde ich gerne auch noch, weil jetzt die Sendung vorbei ist, dich nochmal gleich anrufen lassen. Gerne. Ja, dann kann man das noch ein bisschen ausführlicher beraten, wie man da konkret herangeht. Okay. Liebe Anna, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke dir nochmal, Domian. Gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Tschüss. So, liebe Leute, das war's von uns für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik heute Gunnel Blendin. Wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir haben gehört, dass es ein richtiges, schönes Frühlingswochenende wird. Ich hoffe, dass ihr das genießen könnt. Ich freue mich wieder auf die Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien Themennacht. Eine gute Nacht wünsche ich jetzt. Tschüss.